Ich werde ständig mit irgendwelchen Werbung für Kochboxen zugespammt. Hello Fresh. Hello Fresh. Hello Fresh. Hello Fresh. Hello Fresh. Hello Fresh. Get fresh pre-portioned ingredients. Cook in 30 minutes or less in 5 simple steps. Wir sind super nachhaltig. Wir kosten kaum mehr als ein ganz normaler Einkauf. Das wird mir alles da versprochen. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass ich im Supermarkt für die Zutaten mindestens genauso viel ausgebe und oftmals noch super viele Reste an Lebensmitteln habe. Also wenn das stimmt, ne? Das wäre krass. Nie wieder einkaufen gehen. Oh, 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 oh. Ey, ich glaube, das ist das krasseste Gericht, was ich in meinem Leben gekocht habe. Wir haben euch gefragt, was ihr von diesen Kochboxen haltet. Und fast 4000 Leute haben mitgemacht. Und davon haben immerhin ein Viertel schon mal so eine Kochbox ausprobiert. Aber nur 5% benutzen die regelmäßig. Oh, oh. Die Tomate. Die ist kaputt. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich habe mir mal den Spaß bestellt und Nadine macht den Gegencheck. Wir kochen die gleichen Gerichte. Ich mit den Boxen, sie mit Supermarktprodukten. Ich bin mal sehr gespannt, ob diese Kochboxen ihr Werbeversprechen halten und ob das überhaupt schmeckt. Für unseren Test haben wir uns zum einen für den Marktführer HelloFresh entschieden. Zusätzlich testen wir noch Dinnerly, denn dieses Unternehmen lockt mit echt günstigen Preisen. Je nach Art des Abos gibt es die Gerichte bei HelloFresh ab 4,22 Euro pro Portion und bei Dinnerly sogar schon ab 3,35 Euro. Zusätzlich werben beide Firmen mit großen Einstiegsrabatten. Zusammen mit Nadine und Daniela Krehl, Ernährungsexpertin von der Verbraucherzentrale Bayern, teste ich stichprobenartig ein Veggie- und ein Fleischgericht in folgenden Kategorien: Qualität, Geschmack, Preis der Kochboxen im Vergleich zu Supermarktprodukten und die Nachhaltigkeit. Bewertet wird mit 1 bis 5 Sternen. Jetzt checken wir mal aus, was die so können. Hast du schon mal so eine Box hier bestellt? Noch nie. Ich auch nicht. Das sieht aus wie so ein Kissen, so ein Bio-Kissen. HelloFresh wirbt ja auch ganz doll mit so Nachhaltigkeit. Und hier steht auch überall drauf, 100% recycelbar. Hier sind die Rezepte. Das ist schon mal gut. Wir machen übrigens, jetzt geht's los, Hähnchen unter Senfbrösel-Haumburg. Gericht Nummer 1 ist in Gericht Tüte Nummer 1. Die zu kühlenden Lebensmittel kommen in einer recycelbaren Tasche. Und tatsächlich, das Fleisch ist noch kalt. Dafür verwendet HelloFresh Plastiktüten, die mit gefrorenem Wasser gefüllt sind und somit deutlich weniger Müll erzeugen als klassische Kühlakkus. Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale hat sogar noch einen zusätzlichen Tipp. Wenn ich ganz besonders nachhaltig sein möchte, könnte ich es natürlich jetzt gleich noch mal in meinen Tiefkühler tun, weil da steckt ja ganz viel Kühlenergie drin. Und warum nicht nutzen beim nächsten Picknick oder okay. So? Hier kommt die frische Box. In Plastik, naja. Ist jetzt doof, mit in Plastik verpackt. Ich habe aber im Supermarkt auch noch nie Babyspinat nicht in Plastik verpackt gesehen. Also das ist eigentlich wie im Supermarkt auch. Außer vielleicht im Bio-Supermarkt. Aber neben klassischem Gemüse finden wir in der Box auch ungewöhnliche Spezialitäten. Wer kennt es nicht, das Panko-Mehl? Wie oft hast du das im Supermarkt gefunden? Noch nie, ich habe aber noch nicht danach geguckt. Klar, Nachteil, alles einzeln verpackt, sehe ich auch so. Auf der anderen Seite ist der Vorteil darin, dass wenn du vielleicht dieses Panko-Mehl sonst nicht nochmal benutzt, wird es halt nicht schlecht, du musst weniger wegschmeißen. Ne? Also, ja. Also lebensmittelverschwendungsmäßig ist das auf jeden Fall vorteilhaft. Der erste Dämpfer folgt, als wir uns das gelieferte Hähnchenfleisch genauer ansehen. Zwar finden wir auf der Verpackung ein Siegel der Initiative Tierwohl, welche konkreten Aufzuchtstandards eingehalten wurden, lässt sich aber leider nicht auf den ersten Blick nachvollziehen. Bei beiden Unternehmen ist das Abo übrigens wöchentlich kündbar und der Liefertermin kann meistens frei ausgesucht werden. Jetzt aber zum günstigeren Anbieter Dinnerly. Jetzt? Oh oh. Was denn? Naja, diese Tomate. Die ist kaputt. Also bei der Tomate hätte ich tatsächlich ein bisschen das Problem, weil halt einfach Schimmelpilze sich ganz schnell entwickeln können. Und das ist eine der schlimmsten Gifte, die die Natur hervorbringt. Also ich weiß nicht, ob ich das riskieren würde. Bei Dinnerly rufe ich das Rezept in einer App auf. Bei HelloFresh bekomme ich eine Rezeptkarte. Die App von Dinnerly ist zwar nicht ganz so schick, aber weniger Papiermüll. Tikka Masala Curry machen wir. Den Spinat, auch wieder in Plastik. Auch wieder so ein Kissen.
Auch hier funktioniert das Kühlsystem. Die Kühlakkus sind aber nicht ganz so umweltfreundlich. Das bedeutet also nicht, dass ich hier jetzt reines Wasser habe, sondern vermutlich doch irgendeine Kühlflüssigkeit. So, jetzt haben wir aber was gefunden. Panierkäse, hab ich noch nie gehört. Panierkäse, ja, viel Spaß im Supermarkt. Tatsächlich wird dieser Käse Nadine später noch vor Probleme stellen. Übrigens, Dinnerly liefert verschiedene Marken, die ihr auch im Supermarkt finden könnt. HelloFresh packt alles selbst ab. Das macht die Produktion allerdings auch schwieriger nachverfolgbar. Daniela Krehl zieht ein erstes Fazit zum günstigeren Anbieter Dinnerly. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt schlechtere Qualität ist als das, was HelloFresh geliefert hat, weil anhand des Labels und an dem muss ich mich ja orientieren, sehe ich da eigentlich nur konventionelle Ware. Kommen wir zur ersten Kategorie unserer Bewertung, die Qualität der Produkte. Bei HelloFresh war alles in guter Qualität, aber die Transparenz der Haltungsform und der Lieferkette ist nicht immer gegeben. Macht 4,5 Sterne. Der günstigere Anbieter Dinnerly erhält ebenfalls 4,5 Sterne. Wegen der einen zerdetschten Tomate. Nadine kann also mit ihrer Challenge loslegen. Schafft sie es, die Lebensmittel für die Gerichte möglichst exakt nachzukaufen? Auf geht's! Drei Karotten. Die gibt's halt leider nur als große Portion und verpackt. Biohähnchen. Das ist dann halt im Standard besser, aber wir wollen ja auf jeden Fall, wenn dann, vor allem beim Fleisch, besser und nicht schlechter. Das zerreißt mir jetzt, glaube ich, im puncto Preis auf jeden Fall meine Rechnung. Aber das gehe ich jetzt ein, ne? Also dann habe ich halt einfach besseres Fleisch. Bis jetzt läuft's ja. Ja, bis jetzt. Den Panierkäse, ich habe den noch nie im Supermarkt gesehen, aber auch noch nie im Supermarkt gekauft. Also die sind hier, was Käse angeht, mega gut aufgestellt, aber Panierkäse sehe ich nicht. Da muss ich halt ein bisschen variieren. Hier ist ein Halloumi. Dann nehme ich halt den Halloumi. Ah ja. Panko-Mehl haben sie. 39,13. Ganz schön teuer. Es bleibt also spannend. Was ist am Ende günstiger? Die Kochboxen oder der Supermarkteinkauf? Ich bin zurück aus dem Supermarkt, hab fast alles bekommen. Also der Panierkäse, der wurde zu Halloumi. Und ich würde sagen, wir kochen jetzt mal los. Erstmal das Veggie-Gericht. Wir wollen wissen, wer ist schneller fertig und was schmeckt besser? Auf die Töpfe, fertig, los! Wirklich, läuft die Zeit? Angeblich brauchen wir 15 bis 20 Minuten. Puh. So, ich glaube, das ist das einzige Mal, wo ich irgendwas abmessen muss, ehrlich gesagt. 150 Gramm. Aber wir haben ja auch schon die erste Packung Müll. Die wird einfach hier rüber geschmissen. Hinter euch ist der Redakteur. Und der wiegt den Verpackungsmüll von den Kochboxen und aus dem Supermarkt ab. So können wir später vergleichen, wie viel Abfall wir tatsächlich produziert haben. Gott, ich bin jetzt schon überfordert. Ich hasse einfach Kochen so sehr. Oh, 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 oh. Das ist zu hoch, glaube ich. Ja. Während ich meinen Spaß habe, steigt der Stresspegel bei Nadine. Da passiert mir gerade zu schnell zu viel. Alter, komm jetzt. Knoblauch riecht einfach geil. So, jetzt soll der Knoblauch und die halbe Packung Tikka Masala. Die Sahne. Ich mache jetzt die ganze Sahne da rein, ne? Ey, ich glaube, das ist das krasseste Gericht, was ich in meinem Leben gekocht habe. Ja? Ja, ja. Schmeck mal ab. Den Spinat in die Pfanne geben. Wie viel, sag mal ganz kurz, wie viel du... 50 Gramm. Ja, muss ich das ja jetzt hier wieder abwiegen. Oh, jetzt ist alles so viel gleichzeitig. So, Aber bis jetzt war es eine easy Nummer, muss man einfach sagen. Ich brauche mal einen Teller. Also für mich zumindest. Ich richte nämlich schon an. Schau dir das an. Die Flecken, das ist Kunst, das ist fertig. Ich hab dir die Zeit gestoppt, Ari. 25 Minuten. Etwas über der Zeit. Laut Rezept sollte das Gericht in 15 bis 20 Minuten fertig sein. Aber auch Nadine ist kurz darauf ready. Fertig. 29 Minuten 44 Sekunden. Boah, für mich war es aber stressig. Bevor es an die Verkostung geht, kochen wir noch das HelloFresh-Gericht. Hähnchen unter Senfbröselhaube.
Wird ein bisschen aufwendiger. Wie lange sagt denn HelloFresh, dass wir brauchen? 30 bis 40 Minuten. Oha. Timer starten wir? Stopp, die Welle gilt. Gilt. Ofen ist schon an. Ungeschälte gewaschene Kartoffeln längs Vierteln. Ungeschält. Ach, 406. Perfekt. So. Schalotte und Knoblauch abziehen. Wie viele Schalotten eigentlich? Eine. Ja, mach ich was über. Aber eine große. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was eure Lifehacks für Zwiebelschneiden ist. Ich habe keine, weil irgendwie nichts funktioniert, außer Taucherbrille aufziehen. Ihr habt das gute Make-up. Das geht an die Redaktion, hier schön abwiegen. Es läuft wie geschmiert. Bis jetzt. Mein Ofen ist aus. Echt? Ja. Das ist ja jetzt gemein, weil mein Ofen eine blöde Kuh ist. Verliere ich hier bore Zeit. Ah. Okay. Fertig, Daniel. 45 Minuten. Ich fühle mich jetzt aber schlecht, weil... Oh, ich habe die Soße vergessen. Scheiße. Zeit läuft wieder. Hm? Jetzt fertig. 45. Wow, Nadine war echt flott. Gerade mal 5 Minuten länger hat sie für ihre Variante mit den Supermarktprodukten benötigt. Hier, das ist, wenn die Karre verreckt, da kannst du der schnellste oder die schnellste Rennfahrerin auf der Welt sein. Da. Also ich glaube, wir waren aber ziemlich gleich. Also ja. Wir haben das ja in den einzelnen Schritten gemerkt. Das lag jetzt nur daran, dass der Ofen hier gerade verkackt hat. Aber eigentlich kann man sagen, wir waren gleich schnell. Ja, aber ich glaube, ich habe weniger Stress als du. Also ich war hier schon richtig am Hasseln. Und als dann auch ich angerichtet habe, heißt es Essen. Mit dabei ist wieder Daniela Krehl, die Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlerin von der Verbraucherzentrale. Unser Clou? Wir haben ihr nicht gesagt, welcher Teller von den Kochboxen und welcher der mit den Supermarktprodukten ist. Essen, endlich. Ja. Also ansprechender finde ich schon mal das. Ah, aber ja. Das muss ja nichts heißen, gell? Als erstes probieren wir das Gericht von Dinnerly. Tikka Masala Curry mit Panierkäse. Sehr lecker. Also diese indischen Gewürze, die schmecken total lecker. Mir schmeckt es auch. Mir schmeckt es auch. Niemals wäre ich losgegangen und hätte Panierkäse gekauft. So gesehen habe ich das nur deswegen erfahren jetzt, wie der schmeckt. Als nächstes ist die Supermarktvariante an der Reihe. Hier hatte Nadine ja nur Halloumi bekommen. Ob Daniela Krehl den Unterschied bemerkt? Also ist auch lecker, aber weil ich jetzt halt den Vergleich habe, ja, finde ich den Panier vor allem besonders gut. Lösen wir auf. Das ist aus dem Supermarkt. Schade, ich hätte es eigentlich sagen sollen. Ich glaube einfach, dass diese Gewürze diese Supermarktgewürze sind. Und da haben sie sich schon sehr viel Mühe gegeben, das authentisch rüberzubringen, ja? Das Indische. So. Was sagt ihr denn zu den Portionen, wo man es jetzt so sieht? Würdet ihr davon satt werden? Ist schon gut, oder? Ist okay, ja. Aber wenn du einen 20-Jährigen am Tisch hast, da musst du wahrscheinlich von deiner Portion was abgeben. Stimmt. Es geht ans zweite Gericht. Hähnchen unter Senfbröselhaube. HelloFresh versus Nadines selbst abgeschmeckter Variante. Super frisch. Also da kann man echt nicht meckern. Zum Schluss das HelloFresh-Tasting. Kurzer Reminder, Nadine hatte im Supermarkt Bio-Hühnchen gekauft. Bei HelloFresh wurde ein Hühnchen aus einer niedrigeren Haltungsform geliefert. Also ich finde die Senfnote hier deutlich besser. Ich finde die Saftigkeit vom Fleisch deutlich besser. Ich hatte auch das Gefühl, als der Senf aufgemacht worden ist von dem Hühnchen, da hat es richtig gut gerochen. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist einfach ein besserer Senf. Nadine ist als Vegetarierin beim Hähnchencheck raus. Aber beim Grünzeug kann sie mitreden. Ich hatte jetzt nur das Gemüse. Habe ich keinen Unterschied geschmeckt, same. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn es sehr ähnlich ist, ich würde trotzdem dieses Gericht bevorzugen, weil ich einfach fand, dass das Hähnchenfleisch deutlich saftiger war und die Senfnote ein bisschen intensiver. Aber dass das Hühnchen etwas trockener war, könnte natürlich auch daran liegen, dass Nadine nie Fleisch brät. Ich glaube, dass das mit dem Bio-Hähnchen ist. Bin ich gespannt. Das stimmt nicht.
Geschmacklich ist die Challenge eindeutig. Beide Gerichte aus den Kochboxen schmecken uns besser als die Supermarktalternative. Im direkten Kochboxenvergleich hat uns die Stichprobe von Dinnerly etwas besser geschmeckt. Bedeutet 5 Sterne für Dinnerly und 4 Sterne für den Marktführer HelloFresh. Die Frage ist natürlich der Preis und die Nachhaltigkeit. Wenn die noch mitzieht, cool, wenn nicht, wird es dann doch ein bisschen knapp. Zunächst der Preischeck. Dafür haben wir den Grammpreis der Supermarktprodukte mit der verkochten Menge multipliziert. Das überraschende Ergebnis: mit 6,07 Euro pro Gericht für 2 Portionen ist der Supermarkteinkauf sogar 19 teurer als das zusammengestellte Dinnerly 2-Personen-Gericht für 5,98 Euro. Tatsächlich? Das ist doch krass! Ja, also ich denke, dass die halt einfach dann ganz gute Großhandelsverträge haben. Wir kommen zum anderen Gericht. Und hier hat es meiner Meinung nach schon geknallt oder im Sinne von, so habe ich es mir gedacht. Mit Nadines Biofleisch liegt das HelloFresh-Gericht für 8,44 Euro und der Supermarkteinkauf für 11,09 Euro noch recht nah beieinander. Würde man allerdings Fleisch aus einer niedrigeren Haltungsform kaufen, wird die Differenz plötzlich deutlich größer. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. 5 Sterne für Dinnerly. Preis-Leistung ist bei unserer Stichprobe unschlagbar. Für HelloFresh gibt es 3 Sterne. Das Hühnchen in der HelloFresh-Box steht in einem weniger guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Kommen wir jetzt zur Nachhaltigkeit. Und da dachte ich, jetzt bricht's Genick. Jetzt schaffen wir es nicht. Bei dieser Box sind das ganz wenige Gramm nur, bisschen mehr als 10. Unterschied? Das hätte ich nicht gedacht. Nee, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Die Nachhaltigkeit hat natürlich nicht nur mit der Verpackung zu tun, sondern es geht ja auch darum, wie kommt denn die Ware überhaupt zu mir? Mhm. Und wenn ich natürlich den Einkauf mit meinem SUV mache, dann zerbrezelt es meine Berechnung. Dann könnte sogar das Bringen lassen besser für die Umwelt sein. Definitiv. Und jetzt kommen wir noch mal zu dieser Box. Da dachte ich, das kann doch nicht sein. Diese kleinen Teile, die man da aufzieht und die kleinen 4 Gramm Hühnerbrühe in so einer Verpackung. Einige der Supermarktprodukte hat Nadine in Gläsern gekauft. Viel nachhaltiger ist das, dachte ich. Denkste? Weil einfach Glas wahnsinnig schwer ist, was ja dann auch wieder beim Transport wahnsinnig viel CO2 produziert. Ich werde verrückt. Ja. Das läuft immer besser für diese Boxen. In der Kategorie Nachhaltigkeit fassen wir zusammen. Dinnerly verwendet Produkte, die es im Supermarkt zu kaufen gibt. Die Rezepte sind darauf abgestimmt. Der Verpackungsabfall ist daher fast identisch zum Geschäft, aber gut durchdacht. HelloFresh packt individuell ab. Im direkten Supermarktvergleich fällt der Verpackungsmüll aus dem Laden größer aus. Da wir bei keiner Kochbox Lebensmittelreste hatten, funktionieren beide Konzepte. Für die Standardversandverpackung gibt's allerdings für beide einen Stern Abzug. Einen weiteren Abzug in puncto Nachhaltigkeit bekommt Dinnerly für die nicht ganz so umweltfreundlichen Kühlakkus. HelloFresh überzeugt nicht nur mit den recycelbaren Kühlakkus, sondern auch mit ihren effizienten Lieferketten, die laut eigener Angabe CO2-neutral sind. Fazit: HelloFresh holt 4 von 5 Sterne. Für Dinnerly gibt's 2 Sterne. Unser ganz knapper Testsieger ist damit Dinnerly. Hier überzeugt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber auch HelloFresh kann sich als Supermarktalternative echt sehen lassen. Also wenn ihr da draußen sitzt, ne, und nicht so viel Kohle habt, aber denkt, die 15. Tiefkühlpizza muss es ja vielleicht nicht sein, ist das eine super Alternative? Sag ich als Ökotrophologin, als Ernährungswissenschaftlerin, ja. Weil wenn das mal nichts ist. Ökotrophologin. Mhm. Wieder ein Wort gelernt. Wenn euch das genauso gut geschmeckt hat wie mir, dann lasst doch mal ein Abo da und wir bleiben beim Essen. Und zwar, hier ist ein Film zu veganem Fisch. Wie geil oder doch ungesund der ist, seht ihr hier. Und hier geht's zu den Trinkmahlzeiten. Wie gesund dieser Drink-Hype ist, seht ihr da. Drink-Hype. Ich mag kauen.